are the first. Konfuzius sagt, auf die inneren Werte kommt es an. Recht hat er, aber wir schauen natürlich trotzdem genau hin, wenn irgendwas richtig toll aussieht. Und in dieser Hinsicht gab es auf der E3 2017 ganz schön viel zu gucken. In diesem Video-Special zeigen wir euch die Spiele, die uns optisch am meisten beeindruckt haben. Hier geht es wohlgemerkt um die technische Komponente, nicht um den Stil. Diese Titel würdigen wir in einem eigenen Video. Aber genug der Vorrede, hier kommen ohne besondere Reihenfolge die Grafikbomben der E3 2017. Viel Spaß und Augen auf! Nach der längeren Entwicklungspause erwarten wir Großes von Ubisofts Assassinenabenteuer. Was die Grafik betrifft, scheinen die Entwickler schon mal alles richtig zu machen. Auch wenn sie uns nicht komplett von den Socken haut, das alte Ägypten macht in der gezeigten Version ordentlich was her. Damit hat Assassin's Creed Origins seinen Platz in dieser Liste redlich verdient. Assassin's Creed Origins. Alles, was ihr zu sehen bekommt, wurde in Echtzeit gerendert, heißt es zu Beginn des Gameplay-Trailers für BioWares neues Online-Spiel Anthem. Diesen stolzen Hinweis können sich die Studio-Grafikzauberer ruhig leisten, denn was wir danach zu sehen bekamen, ließ Münder offen stehen. Grafisch gibt's keinen Zweifel, wir wollen Anthem spielen, sofort, jetzt gleich. Rein auf die technische Bildqualität beschränkt, gewinnt Activision mit Call of Duty World War II zwar nicht den Grafik-Award des Jahrhunderts, die Inszenierung hingegen ist es, welche den Weltkriegsshooter in diese Liste hieft. Heiliger Rechenschieber, wie das knallt und rumst! Da schießen einem als Shooterspieler glatt die Freudentränchen ins Antlitz. Spätestens das PC-Gameplay zu Destiny 2 zeigt, dass die Online-Shooter-Fortsetzung grafisch in der Champions League spielt. 4K-Auflösung und viele technische Spielereien machen die Spielwelt zum optischen Hochgenuss. Auch die Details an den Charakteren, Gesichtsanimationen und dergleichen sind über jeden Zweifel erhaben. Bereits vor der E3 trumpfte Ubisoft mit der Ankündigung von Far Cry 5 groß auf. Im Grunde verhält es sich mit der Sektenmär wie bei Assassin's Creed Origins. Auf den ersten Blick bläst einen die Grafik nicht aus den Jesuslatschen. In ihrer Gesamtheit aber bildet Ubisoft die Redneck-Welt von Hope County jedoch äußerst stimmig ab. Alles sieht einfach toll aus, man möchte sofort mit der Erkundung beginnen. Selbst Rennspiel-Kostverächtern dürfte es in den Fingern jucken, wenn sie das Gameplay zu Forza Motorsport 7 von der E3 gesehen haben. Gerade vor einem großen Monitor und am besten gleich mit Lenkrad-Controller fühlt man sich fast wie auf der richtigen Rennstrecke. Eine tolle Grafik, die die Entwickler von Turn 10 da gemeinsam mit Microsoft auf die Beine gestellt haben. Nach der E3-Präsentation ärgerte sich so mancher Zuschauer darüber, dass es noch so viele Monate dauert, bis er mit Kratos samt Sohnemann endlich auf Achse gehen kann. Die nordische Welt von God of War sieht umwerfend gut aus. Hoffentlich geht die Zeit schnell rum, bevor wir sie erkunden dürfen. It's the World Serpent. Ganz egal, wie Kingdom Come Deliverance spielerisch daherkommt, bei der Optik legen die Entwickler von Warhorse Studios eine Punktlandung hin. Das Mittelalter war vermutlich nie schöner in Szene gesetzt. Alleine die Natur, die Wälder und Gräser, selbst Jahre nach der Ankündigung, setzt das Spiel optische Maßstäbe. Für einige Beobachter ist es die Grafikbombe der Messe. Die Welt von Metro Exodus wirkt in den Spielszenen dermaßen detailverliebt und atmosphärisch, dass man beinahe vergisst, dass alles um einen herum völlig zerstört ist. Als im Trailer dann auch noch ein riesiges Monster hinter dem Protagonisten her ist und der sich mit halsbrecherischen Aktionen in Sicherheit bringen muss, kennt die Begeisterung kein Halten mehr. Wow, sieht das toll aus! We'll be right back.
Neben Forza Motorsport 7 gehört auch Project Cars 2 zur Rennspielfraktion in dieser Liste. Hier gilt im Grunde das Gleiche wie bei der Konkurrenz. Insbesondere mit dem richtigen Equipment, also Controller und großem Bildschirm, verschwimmen zumindest die optischen Grenzen zur Realität. I guess this is the plan. Der Main Event der Sony-Pressekonferenz auf der E3 trägt Kostüm und verschießt Spinnennetz. Wie Spider-Man sich durch die Häuserschluchten schwingt und Bösewichte ausschaltet, das ist schon ganz großes Kino. Und grafisch eine echte Augenweide. Please don't screw this up! Mr. Lee? Bereits der Vorgänger von Star Wars Battlefront 2 spielte grafisch nah an der Perfektion. Wie gut aber die gezeigten Szenen auf der E3 2017 den Palast von Naboo in Szene setzen, muss hier trotzdem nochmal hervorgehoben werden. Egal wie man spielerisch dazu steht, nie war Star Wars schöner als in den neuen Battlefront-Teilen. Die Erzählweise von David Cage-Spielen ist nicht jedermanns Sache, bei der Grafik gibt's aber nur wenig Diskussion. Mit Detroit Become Human hat der Meister einen optischen Leckerbissen in der Mache. Hoffentlich ist auch der Rest des Adventures so überzeugend. Creative Assembly ist eins der tollsten Entwicklerteams des Planeten, wenn es ums Gameplay geht. Dass es die Herrschaften aus England auch optisch richtig gut raushaben, beweist die Grafik von Total War Warhammer 2. Der Fantasy-Krieg sieht einfach toll aus. Bereits der Vorgänger ist die pure Definition einer Grafikbombe. Und der Standalone-DLC The Lost Legacy steht dem im Nichts nach. Das Action-Adventure holt grafisch alles aus der PS4 heraus und überzeugt durch fantastische Inszenierung. Ein echter Knaller also zum Schluss dieses Videos. Und damit sind wir am Ende. Welche Spiele haben euch optisch umgehauen? Oder habt ihr gar Ergänzungen? Wir freuen uns auf euer Feedback.